Thomas Grenn, ich bedanke mich für die Einladung und für die Möglichkeit, Ihnen heute ein bisschen etwas zu erzählen zu unserer zweiten Generation Scalable Intel Xeon Prozessoren. Am Anfang werde ich ein bisschen was über den Markt erzählen, was wir so an Trends sehen, was sich so entwickelt, welche Herausforderungen sich daraus ergeben und wie die zweite Generation diese Herausforderungen dann adressiert und Ihnen entsprechende Lösungen für Sie und Ihren Kunden bietet. Ja, anfangen möchte ich mit ja, den Trends Cloudification, was man hier so links oben auf der Folie sieht, Cloudification, Expansion und Scale to Point of Use. Was bedeutet das? Was wir sehen, ist, dass über sich die letzten Jahre die Infrastruktur sich entweder im Unternehmen, also auf dem Gelände des Unternehmens sozusagen, genauso wie jetzt in der Public Cloud, Richtung einer Cloud-Infrastruktur entwickelt hat. Das heißt, dass man hier dieses vom klassischen Server-Modell weggegangen ist in eine Hyper-Converged Infrastructure. Das heißt, dass ich verschiedene Boxen oder Systeme habe, beziehungsweise immer die gleichen Systeme habe und die für unterschiedlichste Technologien anwende. Also sprich ein System, das ich dann für Compute, für Netzwerk oder für Storage-Aktivitäten in meinem Unternehmen nutzen kann. Im Markt selber hat man gesehen, dass am Anfang, so vor einigen Jahren, die Anwendung von öffentlichen, von Public Cloud bei Unternehmen in Deutschland ein bisschen zögerlich war, speziell jetzt im Mittelstand, was ja bei uns in Deutschland relativ stark ist, dieser Teil im Markt, hat sich jetzt aber über die Zeit geändert und es gibt da verschiedene Studien, zum Beispiel von der Bitkom, die zeigt, dass gerade die Anwendung von öffentlichen Clouds auch jetzt im Mittelstand sehr stark gestiegen ist. Und was wir sehen, ist, dass bei größeren Unternehmen das schon länger der Fall ist, aber der Trend Richtung Hybrid Cloud geht. Das heißt, dass ich auch auf meinem Firmengelände Infrastruktur haben muss, um Daten verarbeiten zu können. Sei es aus Sicherheitsgründen, dass diese Daten einfach nicht das Unternehmen verlassen dürfen, wenn ich zum Beispiel in einem Versicherungs- oder Bankenumfeld bin oder in einer Forschungseinheit für medizinische Anwendungen, dort gibt es entsprechende Restriktionen oder weil einfach die Daten schnell verarbeitet werden müssen, wenn es jetzt um das Thema technisches Computing geht, also zum Beispiel Wettersimulation oder Crash-Simulation, solche Themen, da muss ich die Daten auf praktisch relativ nah beim Anwender halten. Und diese Hybrid-Cloud-Anwendung ermöglicht mir eben so eine Mischung aus beiden. Also wenn ich Spitzenlasten habe, kann ich in der Cloud, in der Public Cloud mir zusätzliche Ressourcen nehmen und den Rest kann ich dann eben, wenn notwendig, bei mir auf dem Gelände abwickeln. Was damit einhergeht oder einherging, ist, dass sich sehr, sehr viele Daten neu entstehen oder neue Daten entstehen durch die Digitalisierung unserer Umwelt. Das kann man relativ stark auch selber feststellen, wie viele Apps es auf dem Smartphone gibt oder wenn ich in der Stadt unterwegs bin, was ich mittlerweile alles mit meinem Handy unternehmen kann, also parken zum Beispiel, Parkuhren, ja, oder ähnliche Anwendungen. Überall dort entstehen Daten, die irgendwo gespeichert werden, und die irgendwo eventuell auch ausgewertet werden sollten, um dann entsprechend Rückschlüsse zu ziehen. Tat und Wahrheit ist, dass zwar 90% der Daten, die im Moment existieren, in den letzten 2 Jahren entstanden sind, aber davon eigentlich nur 2% ausgewertet werden. Es hat verschiedene Gründe, also historische Gründe teilweise, dass eben Daten in Unternehmen in verschiedenen Bereichen gespeichert werden, also sogenannte Datensilos, oder dass ja, einfach die Systeme nicht kompatibel sind und so weiter und so fort. Das muss sich ändern und Unternehmen investieren da in diese Richtung, um eben dann neue Services anbieten zu können, die das daher schon geht, dass ich intern neue Services anbieten kann, also dass bestimmte Unternehmensbereiche schneller Analysedaten bekommen können, um dann entscheiden zu können, welche neuen Produkte, welche neuen Kampagnen sie fahren müssen, um eben ihren Umsatz zu steigern.
Dann muss ich schauen, wie kann ich denn diese ganzen neuen Services, diese ganzen neuen Anforderungen so umsetzen, dass auch meine Investitionen entsprechend genutzt werden. Es hilft ja nichts, wenn ich viel investiere, aber die Investitionen in Bereiche sind, die ich vielleicht nicht ständig nutzen muss. Also, dass ich mir speziellen Cluster hinstelle, um zum Beispiel künstliche Intelligenz Training zu machen, obwohl ich eigentlich nur vielleicht das nur 5% meiner Zeit ausnutze. Kann ich vielleicht da die bestehende Infrastruktur nutzen, um eben eine höhere Auslastung der bestehenden Systeme zu erreichen? Und auf der anderen Seite natürlich das ganz große Thema Data Privacy. Also sprich, wie kann ich es erreichen, dass meine Daten geschützt sind von Zugriffen von außen und genauso aber natürlich auch vor Datenverlust geschützt sind. Ja, daraus ergeben sich eben bestimmte Herausforderungen. Wie kann ich meine Performance, also meine Leistungsfähigkeit steigern, um Insights, also um Know-how aus den Daten zu ziehen, die ich tatsächlich in meinem Unternehmen habe. Dazu gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten mit bestehender Infrastruktur, mit Xeon-Prozessoren oder mit künstlicher Intelligenz Beschleunigern, mit FPGAs. Wie gesagt, da muss ich einfach genau hinschauen, was muss ich denn erreichen im Unternehmen und was habe ich denn schon im Unternehmen und wie ist mein Budget. Dann, ja, Data Protection, wie gesagt, Privacy vorher oder Security genannt. Hier ist es wichtig, dass ich auf Hardware-Ebene schon anfange, entsprechend meine Infrastruktur zu schützen. Das kann ich eben tun, indem ich schon zur Bootzeit, also wenn das System hochfährt, Sicherheitshooks in der Hardware einbaue, um sicherzustellen, dass ich auf einer sicheren Plattform fahre und dann aber auch während des Betriebs ermögliche, meine Daten zu verschlüsseln, entweder während ich sie speichere oder wenn ich sie vom Speicher zurückhole, aber auch während des Transports, also in dem Netzwerk zum Beispiel, um dort eben entsprechend den Abgriff von Daten zu verhindern. Da gibt es dann Technologien wie Quick Assist, Technologie, die eben schon in der ersten Generation der Scalable Processor Familie integriert war. Da kann man eben verschiedene Verschlüsselungstechnologien dann auch entsprechend beschleunigen, ohne dass der Rest der Systemperformance betroffen ist. Ja, dann natürlich muss ich eine Plattform haben, die agil ist, also die ich in verschiedensten Bereichen einsetzen kann. Ich hatte am Anfang erwähnt, das Stichwort Hyperconverged Infrastructure. Das heißt, eine Plattform, die ich eben für in der Netzwerkumgebung einsetzen kann, in der Compute-Umgebung oder einfach als Storage-Box sozusagen verwenden kann. Hat natürlich zum einen den Vorteil, dass ich flexibler bin in meiner Auswahl, in meiner Anwendung. Und zum anderen habe ich niedrigere Kosten, weil ich eine Plattform habe, die ich für verschiedenste Bereiche einsetzen kann. Das heißt, ich muss meinen Warenkorb nicht so weit spannen, um verschiedenste Systeme einzukaufen oder anzubieten innerhalb des Unternehmens, um die unterschiedlichsten Anforderungen des Unternehmens dann auch zu adressieren. Ja, wenn ich das angehen möchte, diese Reise sozusagen, in ein modernes Datencenter, hilft es nichts, wenn ich an einer Stelle anfange. Ich muss mir überlegen, wie schaffe ich es denn, einen ganzheitlichen Ansatz in meinem Unternehmen voranzutreiben. Und wenn man sich mal so anschaut, was die Themen sind, mit denen sich Unternehmen im Moment beschäftigen, dann geht es von Hybrid Cloud, was ich vorher erwähnt hatte. Und da sehen wir bei den größeren Enterprises, bei den größeren Unternehmen, dass im Prinzip 90% der Unternehmen in 2020 eine Hybrid Cloud wahrscheinlich schon implementiert haben, aber auf jeden Fall eine Strategie haben, um eine Hybrid Cloud zu implementieren. Das gilt übrigens auch für den Mittelstand, da sind die Zahlen ein bisschen niedriger, aber die Strategie in diese Richtung ist entsprechend ja gleich sozusagen. Virtualisiertes Netzwerk ist ein Thema. Wir sehen, dass der Traffic, also der Datenverkehr, die Datennutzung
einfach wächst. Und es ist relativ logisch, wenn mehr Daten generiert werden, werden auch mehr Daten übers Netzwerk geschickt. Da muss ich irgendwie schauen, wie kann ich das abdecken? Wie kann ich, muss ich wirklich in neue Hardware investieren oder kann ich da teilweise etwas mit Virtualisierung machen? Da gibt es Ansätze, gibt es auch entsprechende Software-Layer dazu, gibt es entsprechende Lösungen aus unserem Ökosystem. Das Gleiche gilt für Storage. Wir sehen, dass ja die Daten wachsen, die irgendwo gespeichert werden müssen. Aber die Investition, was wir so im Moment sehen in Infrastruktur, was Storage angeht, ist hinkt so ein bisschen hinterher. Das heißt direkt jetzt nicht, dass da unbedingt eine große Lücke entsteht, weil eben ein Teil dieser Investition, die in andere Bereiche geht, durchaus auch für Storage hergenommen werden kann. Also so ein bisschen schwimmen, da weiß man nicht genau, wie groß da die Lücke wirklich ist. Ist aber ein Riesenthema für die Unternehmen, da festzustellen, welche Daten müssen sie denn speichern, welche Daten können sie vielleicht im Vorfeld schon aussortieren und müssen sie gar nicht speichern. Also da gibt es einiges an Optimierungsbedarf. Dann das ganz große Thema Analytics und künstliche Intelligenz, die ja teilweise einhergehen, teilweise natürlich separat sind. Aber dort wird sehr, sehr viel investiert. Das ist eines der, ja, der Nummer eins Themen bei den CEOs dieser oder CIOs dieser Zeit. Und interessanterweise, was jetzt für uns ja auch in Deutschland relativ spannend ist, was macht der Mittelstand? Da gibt es eine Studie der Firma Tech Consult, die sich mit 1000 Unternehmen aus dem Mittelstand mal beschäftigt haben und da zum Thema künstliche Intelligenz nachgefragt haben. Und dabei wurde festgestellt, dass 70% der Mittelständler sehen ein Potenzial in künstlicher Intelligenz und circa 7% setzen mittlerweile schon künstliche Intelligenz ein und weitere 20% wollen da investieren. Also ich denke, das ist ein Teil, ja, mit dem wir uns ganz gut beschäftigen können, wo wir auch Business sehen für uns und für Sie, denke ich, auch Lösungen für den Mittelstand anzubieten, um eben Advanced Analytics zu machen beziehungsweise künstliche Intelligenz zu implementieren. Wie man das machen kann, habe ich später ein paar Folien dazu. Und natürlich ein ganz großes Thema ist Security. Also hier steht eine Zahl von 2,1 Trillionen. Das sind Billionen in Deutsch. Schaden, die durch Cybercrime in 2019 erwartet werden. Das heißt, hier muss natürlich einiges investiert werden, um dieses Thema zu adressieren, sodass mein Unternehmen dann auch entsprechend abgesichert ist. Ja, was tun wir, um eben diese Anforderungen lösen zu können oder Ihnen und Ihren Kunden Lösungen anbieten zu können? Wir bieten ein sehr breites Produktportfolio an. Das geht von ja, Datentransport, also schnelles Ethernet, Silicon Photonics. Da geht es darum, lange Strecken in Datacentern zum Beispiel zu überbrücken. Oder eben ein Low Latency Fabric, also Netzwerk, zur Verfügung zu stellen für technisches Computing zum Beispiel. Dann Store More Technologien, um Daten schneller und schneller und mehr Daten speichern zu können. Und dann unsere Prozessortechnologie, die mittlerweile auch schon relativ diversifiziert ist. Das geht los von den klassischen Xeon-Scalable-Prozessoren über spezielle Prozessoren für Netzwerktechnologien wie Xeon D zum Beispiel oder dann eben für künstliche Intelligenzbeschleuniger. Das sind die Intel FPGAs. Und dann wird es geben die Produktlinie, die sich dann auch stärker um künstliche Intelligenz-Training-Anwendungen kümmert, genannt Intel Nervana NNP-Prozessorfamilie. Und dann gibt es unsere Movidius-Technologie, die aus einer Acquisition vor ein paar Jahren stammt, die eben es ermöglicht, visuell zum Beispiel Erkennungen durchzuführen. Das ist so ein kleiner Stick, den man relativ problemlos einsetzen kann, um eben zum Beispiel Überwachungskameras, Erkennungen damit durchführen zu können.
Ja, das komplette Portfolio wurde eben so ausgelegt, um diese flexible Anforderungen, die wir vorher gehört haben, dann auch entsprechend zu adressieren. Und was wir gemacht haben, ist vor ja, mittlerweile gut 2 Jahren, also im Juli 2017, haben wir diesem Trend Rechnung getragen und haben eine neue Prozessor Familie auf den Markt gebracht, die nennt sich Intel Xeon Scalable Prozessor Familie. Was neu war damals, ist, dass wir gesagt haben, ja, wir hatten die Xeon E3, E5, E7 Familie. Und jetzt speziell im mittleren und im High-End sozusagen, war es immer ein bisschen schwierig zu skalieren und nachdem der Trend in die Richtung geht, zu sagen, ich will eine Box haben, die ich im Entry-Level verwenden kann, bis hoch zu hochperformant Rechnern, haben wir eben gesagt, okay, wir fassen die E5 und die E7 Familie zusammen, so dass ich skalieren kann von einer in einer 2-Sockel-Umgebung bis hoch zu einer 8-Sockel-Umgebung. Und dort eben dann meine Performance entsprechend einfach durch den Austausch der Prozessoren entsprechend verändern kann. Ja, das war vor knapp 2 Jahren. Jetzt sind wir Anfang diesen Jahres sind wir hergegangen und haben im April, um genau zu sein, die zweite Generation dieser Familie auf den Markt gebracht, um eben neue Technologien in den Markt reinzubringen, um die neuesten Trends dann auch entsprechend adressieren zu können. Das fängt an mit ja die Core Performance, also wirklich die Performance des einzelnen Kerns nach oben zu drehen. Das hat zum Beispiel Vorteile, wenn ich eine Software einsetze, die nach Core oder Anzahl der Kerne praktisch lizenziert wird. Da möchte ich so wenig wie möglich Kerne haben, aber die natürlich entsprechend performant. Da diesem Trend oder dem trägt die zweite Generation Xeon Scalable Prozessor Familie Rechnung, dadurch, dass dort eben entsprechende Veränderungen vorgenommen wurden. Das andere ist Deep Learning Boost. Da geht es um künstliche Intelligenz, Analytics und Inference, also Auswertung von entsprechenden trainierten Modellen. Dazu habe ich nachher ein paar Details noch. Wir haben am Cache ein bisschen was optimiert, wir haben die CPU-Frequenzen ein bisschen nach oben gedreht, um mehr Performance rauszubekommen. Wir haben eine neue Speichertechnologie eingeführt, die nennt sich Optane Data Center Persistent Memory. Auch dazu habe ich nachher einiges mehr an Details, weil es eine sehr, sehr gute neue Technologie ist, die sehr viele Vorteile für Sie und Ihren Kunden bringen kann. Dann haben wir entsprechende Security-Features eingebaut. Also es gab ja in der Vergangenheit einige Themen, die sicherheitsrelevant waren. Dort musste man dann entsprechende Software einspielen, um dieses Thema zu lösen. Das haben wir jetzt in Hardware gegossen. Soweit möglich, ist nicht alles möglich, in Hardware zu lösen. Da bleiben nach wie vor die Software-Fixes. Und dann entsprechend noch Technologien, um die Infrastruktur besser zu managen und eine sogenannte Speed-Select-Technologie. Dort ist es möglich, in einem System verschiedene Basisfrequenzen der CPU zu schalten, sodass ich verschiedenste Einsatzmöglichkeiten der gleichen Box habe im Unternehmen, je nachdem, was gerade so anliegt oder ansteht. Was wir auch im Zuge der Speichertechnologie geändert haben, ist die Unterstützung des Hauptspeichers oder des adressierbaren Hauptspeichers pro Sockel. Es war in der ersten Generation klassisch die 768 Mac und Gigabyte, Entschuldigung, und dann eben gab es eine spezielle Variante, die bis zu 1,5 Terabyte unterstützt hat. Jetzt mit der zweiten Generation ist die Default, also die Standardeinstellung der CPUs, eine Unterstützung von 1 Terabyte pro Sockel. Es gibt dann eine 2 Terabyte Variante und noch eine Variante, die bis zu 4,5 Terabyte unterstützt. Warum ist es wichtig? Weil wir, wie gesagt, eine neue Speichertechnologie eingeführt haben, die es eben auch möglich macht,
so viel Speicher im System dann auch unterzubringen. Und dazu brauche ich dann auch einen Prozessor, der das auch dann entsprechend adressieren kann. Gut, wir bieten seit der ersten Generation eine Bandbreite von verschiedenen Prozessoren an. Ich hatte ja gesagt, die Scalable-Prozessor-Familie, die Idee ist, dass ich vom Entry-Level, das wäre hier auf der rechten Seite von Bronze bis hin zu Platinum auf der linken Seite skalieren kann, je nachdem, was ich in meinem System an Workloads, an Applikationen am Laufen habe. Also es geht von rechts los. Natürlich haben wir alle zwei Sockelunterstützung auf der rechten Seite Bronze. Bei Silber geht es dann los mit zwei, teilweise dann vier Sockelunterstützung. Gold bietet zwei und vier Sockel und mein Platinum kann ich dann von zwei bis hoch auf acht Sockel ohne Zusatzhardware auf der Plattform sozusagen skalieren. Und auf der ganz linken Seite, das ist ein neuer Prozessor, in dem den wir einsetzen für High-Performance Computing im Wesentlichen. Da geht es darum, so viel wie möglich Kerne anzubieten, um eben den Durchsatz an Integer-Performance zum Beispiel nach oben zu treiben. Ja, das sind so die neuen Sachen hier. Wir haben die Speicherfrequenz etwas nach oben gefahren für einen, zwei SKUs im Platinum-Umfeld, um auch die Speicherperformance hier etwas mehr nach oben zu treiben. Dann gibt es so ein bisschen Spezialitäten noch innerhalb dieser unterschiedlichsten Produkte, die zum Beispiel Ausfallsicherheit besser abdecken auf der Platinum-Seite versus der Bronze-Seite. Und ein paar so Dinge, die Interkommunikation unter den Sockeln ist dann optimierter, je höher ich gehe. Einfach, da wird der Tatsache Rechnung getragen, dass wenn ich mehr Sockel zum Beispiel unterstützen muss, dann muss auch die Kommunikation unter den Prozessoren entsprechend beschleunigt werden. Das heißt, ich muss mehr Kanäle anbieten, um diese Kommunikation dann auch entsprechend zu beschleunigen. So, zweite Generation Xeon Scalable Processor Family. Was bringt es? Ein Teil hatte ich vorher erwähnt, nennt sich Data Center Persistent, Obtain Data Center Persistent Memory. Was ist es? Die Idee dahinter ist, dass wir sagen, okay, es gibt verschiedene Bereiche, in denen Daten gespeichert werden. Es gibt tatsächlich noch Unternehmen oder einige Unternehmen, die ihre Daten auf Band speichern. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ist natürlich extrem langsam, deswegen wird das auch als Cold Tier oder kalte Daten sozusagen bezeichnet. Wird entweder mit den klassischen Harddisken, also Spinning Disks sozusagen, unterstützt oder eben tatsächlich Bändern. Oder eben, ich bin ganz nah an der CPU, das ist das klassische DRAM, DDR4-DIMMs, zurzeit so im Haupteinsatz bis zu ja, 128 Gig, klassischerweise 64 Gig in der Größe. Die sind sehr, sehr schnell, sind sehr nah an der CPU, sind aber auch relativ teuer. Das heißt, und der Ausbau aufgrund der DIMM-Größe, wie gesagt, ist auch limitiert. Was so dazwischen ist, wir haben eben unsere Quad-Level 3D NAND SSDs, also die klassischen SSDs, die ein bisschen mehr Geschwindigkeit, Lower Latency reinbringen im Vergleich zu Band sowieso, aber auch zu den klassischen Harddisken. Dann haben wir vor, ja, ich glaube mittlerweile auch 2 Jahre, unsere Optane Data Center SSDs eingeführt, die nochmal ungefähr einen Faktor 40 aus der Latency rausnehmen im Vergleich zu den klassischen NAND SSDs. Also hier schon eine sehr, sehr gute Beschleunigung drin haben. Dort gibt es auch Technologien, die es ermöglichen, den Hauptspeicher zu erweitern oder dem Prozessor vorzugaukeln, dass er mehr Hauptspeicher hat, greift aber dann eigentlich auf eine SSD zu. Und was eben neu ist, die Optane Data Center Persistent Memory Technologie, das ist ein DIMM, das wir ganz normal einsetzen wie die klassischen DDR4-DIMMs, relativ nah an der CPU, nicht ganz so schnell, aber mit anderen Vorteilen und auf die werde ich jetzt gleich mal ein bisschen näher eingehen auf der nächsten Folie. Und zwar fängt es damit an, dass wir sagen, ja, es ist
Eine Alternative zu DRAM, weil es relativ schnell ist, also nicht ganz so schnell, aber für viele Anwendungen geht es nicht darum, die Daten wirklich so super schnell zu haben. Sie müssen schnell sein, aber nicht so super schnell. Wichtig ist, dass es viele Daten sind, die nah an der CPU sind, sodass ich trotzdem schneller zugreifen kann als auf eine klassische SSD oder Octane-SSD. Dadurch kann ich meinen Total Cost of Ownership verbessern. Wie das der Fall ist, da spreche ich nachher dazu. Habe ich noch ein, zwei Folien dazu, was es wirklich bringt und wie das mein TCO beeinflusst. Wichtig ist natürlich, nachdem die Daten persistent, also nicht flüchtig sind auf dem Speicher, muss ich dafür sorgen, dass die Daten verschlüsselt sind. Und das passiert pro Modul natürlich, sodass, wenn ich ein Modul rausnehme, dann die Daten dann auch entsprechend geschützt sind. Was kann ich tun mit dieser neuen Technologie? Ich kann meinen Hauptspeicher entsprechend vergrößern, dadurch, dass ich Module hernehme, die, also wir bieten Größen an 128, 256 und 512 Gigabyte. Das heißt, im Vergleich zu einer klassischen DDR4 DIMM-Lösung habe ich da schon mal einen Faktor 4. Und wie gesagt, dann auch in Kombination mit der zweiten Generation Scalable Processor Family kann ich dann auch eben bis zu 4,5 Terabyte pro Sockel adressieren. Das heißt, ich kann in einem Vier-Sockel-System ganz einfach hochgehen und skalieren auf entsprechende große Zahl von Terabytes, zum Beispiel für In-Memory-Datenbanken. Aber auch wenn ich zum Beispiel hergehen möchte und sagen, ja, ich habe eine Box, da brauche ich jetzt aber mehr virtuelle Maschinen drauf, weil ich eben mehr Applikationen, mehr Nutzer habe, was auch immer, kann ich eben jetzt mit mehr Hauptspeicher dann auch mehr virtuelle Maschinen auf der gleichen Box ablaufen lassen und muss nicht unbedingt zusätzliche Systeme mir ins Datencenter stellen. Nennt sich dann Scale-up anstelle von Scale-out, also mehr in der Box, mehr reinbauen anstelle von zusätzlichen Boxen ins Datencenter zu stellen. Ich erreiche dadurch mehr Performance, einfach dadurch, dass ich eben die Daten schon im DIMM habe, also nah an der CPU und nicht erst bei einem Zugriff über PCIe oder wie auch immer auf ein Tape oder auf ein SSD oder Hard Drive zugreifen muss. Und Fast Recovery bedeutet, dass wenn ich eine entsprechende Applikation habe, die entsprechend optimiert ist, kann ich damit erreichen, dass wenn ich einen Stromausfall habe oder das System wie auch immer ausfällt, dass ich dann die Daten nicht neu laden muss aus dem Speicher, aus Harddisk-Speicher oder Band, wo auch immer her, sondern ich habe die Daten ja noch nicht flüchtig im Hauptspeicher vorliegen. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, eines sehr Hochgeschwindigkeitsspeichers mir oder die Möglichkeiten, den Hochgeschwindigkeitsspeicher zu realisieren. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass es zwei Modis gibt mit dem Apache Pass, war der Codename für Data Center Persistent Memory. Und zwar den AppDirect-Mode. Das ist im Prinzip, wo ich dann wirklich die Nichtflüchtigkeit des Speichers ausnutzen kann, muss aber dann meine Applikation entsprechend optimieren. Also zum Beispiel ein SAP HANA muss dann natürlich wissen, wenn es neu bootet, dass die Daten schon im Speicher sind und muss die Daten nicht neu laden. Dazu muss die Applikation aber entsprechend angepasst werden. Das kostet natürlich etwas Zeit und Aufwand. Memory Mode bedeutet, dass ich einfach nur mehr Speicher haben möchte. Das Ganze ist transparent für das Betriebssystem und die Applikation. Das heißt, ich stecke zusätzliche DIMMs mit Data Center, Optane Data Center Persistent Memory und kann einfach damit mehr Hauptspeicher adressieren und damit, wie gesagt, diesen Scale-up anstelle von Scale-out zusätzlichen System erreichen und habe damit eine niedrigere Total Cost of Ownership. Ja, jetzt haben wir im Prinzip zwei Optane-Technologien, einmal in Form von SSDs und einmal in Form von DIMMs. Wann wende ich was an? Da habe ich hier mal so ein kleines Schaubild vorbereitet. Es gibt nur so mal eine grobe Idee, wie
wie man das angehen kann. Also man schaut sich mal die Workloads, die Applikationen an. Ist nicht hundertprozentig, über die Zeit entwickelt sich das natürlich auch alles ein bisschen. Applikationen werden optimiert auf Optane Data Center Persistent Memory. Also man muss sich das schon im Detail anschauen. Aber klassisch kann man sagen, wenn es um virtualisierte Storage zum Beispiel geht und entsprechende Applikationen, dann macht es durchaus Sinn, Optane Data Center Solid State Drives zu nehmen, also klassisch ein Ceph zum Beispiel, oder VMware vSAN oder Storage Spaces Direct von Microsoft, Nutanix, Cisco HyperFlex. Das sind so die klassischen virtualisierten Speicherapplikationen und dafür eben SSDs. Ansonsten für alles andere im Wesentlichen macht es Sinn, Optane Data Center Persistent Memory sich genauer anzuschauen. Es gibt entsprechend optimierte Software schon, wie gesagt, SAP HANA, VMware arbeitet an entsprechenden Lösungen für virtuelle Maschinen. Andere In-Memory-Datenbankhersteller arbeiten an entsprechenden Lösungen, die eben dann auch wirklich die neue Technologie dann auch voll ausnutzen können und eben entsprechend die Vorteile von Geschwindigkeit im Sinne der Laufzeit oder auch bei Reboot entsprechend dann auch nutzen zu können. Wenn man sich das mal konkret anschaut, dann hier als Beispiel mal virtuelle Maschinen. Als Basis nimmt man, habe ich hier mal eine Platinum-Prozessor-basiertes System, wobei das in dem Fall eigentlich egal ist. Hergenommen mit einem 768 Gig DDR4 Hauptspeicher. Klassisch ist eigentlich so die klassische Größe. Die meisten Systeme liegen irgendwo um den Dreh rum, 512, 768 Gig. Damit kann ich 22 virtuelle Maschinen erzeugen, kosten mich ungefähr $1.600 pro Virtual Machine. Preise variieren natürlich immer. Wie wir alle wissen, ist DDR4 Pricing eher so wie im Fischmarkt, das heißt, da gibt es Tagespreise, da muss man sich das mal genau anschauen. Im Vergleich dazu habe ich hier mal ein System, das ja gleiche Prozessor, gleiche Plattformtechnologie hat, aber reduziere den Hauptspeicher basierend auf DDR4 runter auf 192 Gig, Entschuldigung, und erhöhe entsprechend mit Optane Data Center Persistent Memory auf 1 Terabyte. Was erreiche ich damit? Erstmal, dass ich ungefähr 50% mehr virtuelle Maschinen abdecken kann oder auf dem System laufen lassen kann. Und das, obwohl ich mehr Speicher habe, zu einem niedrigeren Preis. Das heißt, pro virtuelle Maschine oder eine virtuelle Maschine kostet mich jetzt in diesem Umfeld ja knapp 1100 US-Dollar. Also hier eine Reduzierung ungefähr 30%. Und wie gesagt, man muss natürlich das immer sehr zeitnah sich anschauen, aber das gibt Ihnen hoffentlich mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, was es bringt, hier nur den Hauptspeicher zu vergrößern mit Optane Data Center Persistent Memory. So, dann will ich noch mal kurz eingehen auf das andere Thema, das im Moment relativ heiß diskutiert wird in IT-Industrie, Stichwort künstliche Intelligenz und Analytics, wobei Analytics ja jetzt eigentlich nichts Neues ist, das wird seit Jahren gefahren. Das Wichtige daran ist eigentlich, wie beschleunige ich Analytics? Wir hatten bei uns im Haus Fälle, wo ich Daten oder wo das Business Daten wollte, wie bestimmte Kampagnen laufen oder bestimmte Auswertungen von Prozesstechnologien, die bis zu ein paar Monaten gedauert haben. Und das hat natürlich relativ wenig Sinn, wenn es um zeitnahe Entscheidungen geht. Das heißt, da muss ich einiges tun, um diese analytischen Teile zu beschleunigen. Und zum anderen Teil, wie gesagt, der Trend zu künstlicher Intelligenz in Richtung Predictive, künstliche Intelligenz, also vorausschauend, was kann ich tun, um eben nicht nur zu sagen, was ist denn in der Vergangenheit passiert, also Analytics, sondern Modelle entwickeln, die simulieren und vorausschauen können, wie sich bestimmte Märkte entwickeln. Ja, dazu haben wir eigentlich angefangen, schon mit unserer Xeon Scalable Processor Familie
entsprechende Optimierungen vorzunehmen. Auf dem linken Diagramm sehen wir ganz links unten im Juli 2017 eben die Einführung der Scalable Family. Das nehmen wir jetzt mal als Ausgangspunkt sozusagen für die Performance eines Caffe ResNet 50 Benchmarks. Das ist ein Framework, der sehr oft im Umfeld von künstlicher Intelligenz eingesetzt wird, ähnlich wie in TensorFlow oder MXNet zum Beispiel. Und da haben wir über die Zeit Software-Optimierungen vorgenommen. Und wie man sieht, innerhalb von einem Jahr haben wir da schon es geschafft, einen Faktor 6 ungefähr zu erreichen, rein dadurch, dass wir an der Software entsprechende Hooks eingebaut haben, beziehungsweise neu kompiliert haben, neue Instruktionen entsprechend dann auch benutzt haben. Dann mit der Einführung der zweiten Generation, jetzt eben im April von Xeon Scalable Processor Family, haben wir dann neue Instruktionen oder eine neue Instruktion eingeführt, die nennt sich Intel Deep Learning Boost Technologie und die bringt eben nochmal einen zusätzlichen Faktor von ja über 2, also im Vergleich zur ursprünglichen Ausgangsfamilie im Juli ist es ungefähr ein Faktor 14. Und wenn ich dann noch die Kerne verdopple mit dem neuen Prozessor 9200, dann komme ich ungefähr auf einen Faktor von 30 an Beschleunigung im Vergleich zu der ursprünglichen Zahl eben. Also hier tut sich einiges nur durch Softwareoptimierungen, aber auch eben durch den Einsatz von neuen Instruktionssets, wie wir jetzt eben mit Deep Learning Boost einen neuen auf den Markt gebracht haben. Und da wird es auch weitere geben. Also in den neuen Generationen wird es dann auch entsprechende neue Instruktionen geben, die weiter die Inference, also die Auswertung von den Daten im Data Center entsprechend dann auch beschleunigen. Wie kann ich jetzt hergehen mit und künstliche Intelligenz oder Analytics in meinem Unternehmen beschleunigen? Da hilft eben entsprechend die zweite Generation Xeon Scalable Processor Family. Und wir haben hier so ein Beispielfall aus unserem Haus, also wie wir da vorgegangen sind. Im Wesentlichen ist es so, dass es am Anfang mal sinnvoll ist, schon einen kritischen Use Case herzunehmen, aber einen, der vielleicht nicht ganz so komplex ist, einfach um mal so in das Thema auch reinzukommen. Dann jetzt hier in der zweiten Box, was wir sehen, ist, dass sehr, sehr viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, hergehen und sagen, ja, künstliche Intelligenz ist gut, aber ich habe jetzt nicht das Budget, hier neue Hardware mir anzuschaffen. Und da sagen wir eben, ja, das ist nicht notwendig, weil wenn man sich das Data Center anschaut, dass in vielen Fällen ist die Auslastung nicht so hoch. Das heißt, ich habe da Ressourcen stehen mit Xeon, die ich für künstliche Intelligenz, für Analytics sowieso, aber auch für künstliche Intelligenz entsprechend verwenden kann. Und genau das haben wir auch getan in-house. Und was man erreicht damit ist, dass ich eben für ein relativ schmales Budget dann auch durchaus beeindruckende Ergebnisse erreichen kann. Und die sollte ich dann auch entsprechend promoten, also in der Firma dann auch bekannt machen, was man damit Tolles machen kann, um dann eben auch die Kultur im Unternehmen so ein bisschen zu ändern. Also, dass man hergeht und sagt, ja, in der Vergangenheit war man eigentlich eher so prozessgetrieben, während in der Zukunft die Kultur sollte eigentlich eher so ein bisschen datengetrieben sein. Das ist so insgesamt so der Trend, den wir sehen. Und damit kann man das eben erreichen. Und dann ja, idealerweise kann man diese Erkenntnisse, die man hier gewonnen hat, dann auch hernehmen und skalieren. Das heißt, neue, entweder über andere Unternehmen, ja, die vielleicht irgendwo anders sind, also nicht am gleichen Standort, oder eben über andere Unternehmensbereiche, die ähnliche Anwendungen haben, die man leicht adaptieren kann, dann auch zu skalieren, also diese Anwendung dann auch im Unternehmen weiterzutreiben, sodass man die Vorteile dann auch eben unternehmensweit dann auch nutzen kann. Was wir auch sehen ist, und ich denke, das stellen Sie auch fest, wenn Sie die Presse entsprechend verfolgen, man wird bombardiert mit
Ja, mit neuesten Prozessorarchitekturen, mit verschiedenen Beschleunigerarchitekturen, die über die Zeit sicher nicht weniger werden. Es gibt sicher ganz spezielle Anwendungen, wo es sinnvoll ist. In vielen Fällen, wie gesagt, reicht es aus, die existierende Hardware zu nehmen. Trotzdem gibt es sicher Anwendungsfälle, wo ich mal eine GPU anwenden muss oder ein FPGA oder andere Beschleuniger. Aber wie programmiere ich das Ganze? Wie kann ich denn das Ganze handeln, ohne hier meine ganze Infrastruktur zu zerfleddern sozusagen? Und wie kann ich das unterstützen, auch von der Manpower her? Weil ich habe ja nicht genügend oder unendlich viele Ressourcen, die ich immer für die entsprechende Architektur einsetzen kann. Und da sind wir auf das Konzept gekommen, das wir One API nennen. Hatten wir jetzt vor kurzem auf der Supercomputing-Messe in den USA vorgestellt. Die Idee dahinter ist, dass wir sagen, okay, man programmiert in einem Data Parallel Environment, also in einer Umgebung mit einer bestimmten Programmiersprache. Man kann auch existierende Programmiersprachen entsprechend nehmen. Und diese Source, diesen Code kann ich dann später optimieren auf die Hardware, die ich nutzen möchte. Also das kann dann sein eben ein Xeon, das kann sein ein FPGA, das kann sein eine GPU, das kann, was auch immer da noch an zukünftigen Architekturen kommt, eben, aber ich habe eine Programmierschnittstelle, auf die ich programmiere und ich muss nicht meine ganzen ja, Kollegen, Mitarbeiter, Ressourcen umschulen auf die unterschiedlichsten Architekturen und sie spezialisieren lassen. So, das ist die Idee. Man kann das Ganze ist auch live, also es ist nicht nur eine Idee. Wir haben entsprechend das vorgestellt. Die Tools stehen auch schon zur Verfügung. Man kann das auch mal ausprobieren. Sie können das ausprobieren, indem Sie sich für das Beta-Programm anmelden. Der Link ist auf der letzten Seite. Da kann man sich einfach mal, ja, wie gesagt, anmelden. Man kann mal ein Projekt, wie gesagt, vielleicht ein kleineres, nicht ganz so komplexes Projekt, hier auch mal programmieren. Man kann diese Data Parallel C++-Sprache sich ein bisschen anlernen, ein bisschen anschauen. Wie gesagt, es gibt da auch andere Möglichkeiten, bestehende Sprachen zu verwenden, wenn Sie da die entsprechenden Ressourcen im Unternehmen haben und da nicht weiter investieren möchten. Versuchen Sie das einfach mal. Wie gesagt, der Link ist auf der letzten Seite zu finden. Gut, dann, ja, hier nochmal. Das ist so das Sammelsurium allein aus unserem Haus, das eben durch diese One-API auch adressiert werden soll. Von der linken Seite bis nach rechts, also links Xeon, Scalable Processor Family. Plus zusätzlich natürlich gibt es auch die Core Family aus dem Desktop-Umfeld, aus dem klassischen Client-Umfeld. Dann GPU. Es wird auch aus unserem Haus eine entsprechende GPU geben. Das dauert noch ein bisschen, aber auch daran wird gearbeitet. Es gibt FPGAs aus unserem Haus seit einigen Jahren, die gekauft werden können und eingesetzt werden können für eben spezielle Deep Learning Inference-Beschleunigung. Dann, wenn es speziell um Learning Training geht, wird es neue Produkte geben, die sich Nervana nennen. Und wie gesagt, den Movidius, den gibt es schon auf dem Markt. Der wird so eigentlich sehr stark eingesetzt. Das ist so ein kleiner USB-Stick für Media und Vision, also für Sprach- oder für Image-Erkennung, für Bilderkennungsanwendungen. Ja, das Ganze wird nicht langsamer. Das heißt, wir werden jetzt über die nächsten Jahre im Jahrestakt neue Plattformen auf den Markt bringen. Wir sind jetzt in 2019. Ja, der Punkt sehe ich ist da nicht ganz richtig. Also Vorstellung zweite Generation war im April 2019. Dann in 2020 werden wir eine neue Plattform bringen, die sich Whitley nennt, mit zwei Prozessoren, Cooper Lake und Ice Lake, um dann entsprechend noch zusätzliche Technologien und Beschleunigungen in den Markt zu bringen. Dann in 2021 eine neue Plattform mit einem Prozessor Sapphire Rapids,
Dort geht es dann noch weiter. Da werden wir auch neue Instruktionen wieder bringen Richtung Beschleunigung, Analytics und künstliche Intelligenz. Also Sie sehen, da kommt einiges auf Sie zu und wir unterstützen Sie entsprechend mit den Tools, sprich OneAPI, das Ökosystem, das draußen ist, das entsprechende Lösungen anbietet, sei es Compiler-Tools oder eben auch komplette Softwarelösungen wie jetzt ein SAP HANA oder VMware oder Microsoft Storage Spaces Direct oder Hyper-V oder was es da alles gibt. So, damit komme ich zum Schluss meines Vortrags. Also ich denke, wir haben gesehen, es ist wichtig, wenn man mit wettbewerbsfähig sein möchte in dieser digitalisierten Welt, muss man eben seine Infrastruktur entsprechend trimmen und anpassen. Wir bieten entsprechende Lösungen an und ich denke, die Firma Thomas Krenn kann Ihnen da sehr, sehr stark und gut weiterhelfen, entsprechende Lösungen dann auch bei Ihnen im Haus zu implementieren, beziehungsweise bei Ihren Kunden. Wir bieten, wie gesagt, nicht nur jetzt klassisch CPUs, sondern eben auch Möglichkeiten für neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Lösungen abzubilden. Ressourcen unten, da sehen Sie einige Links, wo Sie zusätzliche Informationen sich holen können. Genauso wie, was ich vorher erwähnt habe, eben sich hier, Sie können sich hier auch entsprechend anmelden für den Test für OneAPI. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.